Im Jahr haben sich rund 3.100 Menschen mit Problemen rund ums Wohnen allein an die Caritas gewendet. Das sind mehr als je zuvor, sagt die Caritas. Obdachlosen helfen will auch ein neues Projekt der Vinzenz-Gemeinschaft St. Stephan im Alsergrund. Es heißt Vinzi Rast mittendrin. Obdachlose und Studierende sollen gemeinsam in einem Haus unter einem Dach leben. Die Bauarbeiten gehen jetzt dem Ende zu. An vielen Stellen in dem Haus Ecke Lackierergasse, Währinger Straße arbeiten noch Elektriker, Fliesenleger und Maler. Manche Räume warten bereits auf die Innenausstattung. Die für den Anfang des Jahres geplante Eröffnung hat sich verzögert. Wir sind mit dem Bau nicht fertig geworden, so wie wir das ursprünglich gehofft hatten, aber das ist ja meistens der Fall. Jetzt werden die Bauarbeiten abgeschlossen sein Mitte Februar. Dann fangen wir mit der Innenausstattung an und die Eröffnung ist dann Mitte Mai. Aber mit dem Betrieb beginnen wir schon Anfang April. In jedem der drei Stockwerke wird es drei Wohnungen mit jeweils drei Zimmern geben. Das Besondere daran, hier sollen Studenten und Obdachlose zusammen in Wohngemeinschaften leben. Es geht darum, Menschen in die Mitte zu holen, mitten unter uns, dass sie mit Studierenden gemeinsam leben, Gemeinschaft erleben, Zugehörigkeit erleben. Also Dinge, die sie grundsätzlich in ihrem Leben nicht erfahren haben und vor allem in ihrer Kindheit. Vinzi Rast mittendrin trägt diesen Namen, weil es Menschen, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt worden sind, in die Mitte der Stadt zurückholen will. Wie das funktionieren soll, das wissen wir auch nicht. Wir gehen einfach von dem Vertrauen aus, dass Gemeinschaft, Leben ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Zugehörigkeit zu spüren, Geborgenheit, miteinander den Alltag zu gestalten. Das ist sehr neu, das hat es, soweit wir wissen, bisher nicht gegeben. Die Idee zu dem Projekt kam aus der Uni-Brennt-Bewegung. Studenten hatten 2009 das Audimax der Uni Wien besetzt. Obdachlose nutzten die Gelegenheit und fanden zeitweise Unterschlupf in den besetzten Räumen. In der Vinzi Rast mittendrin wird es gemeinsam genutzte Veranstaltungsräume und Werkstätten geben. Ein Lokal im Erdgeschoss soll Schnittstelle nach außen sein. Möglich gemacht hat das Projekt der Chef des Baukonzerns Strabag, Hans-Peter Haselsteiner. Die Gesamtkosten von Vinzi Rast mittendrin bewegen sich in Millionenhöhe. Getragen werden sie unter anderem von Sponsoren und Spendern. Und Spenden sind natürlich immer willkommen. Wenn Sie mithelfen können und wollen, alle Infos dazu haben die Kollegen vom Servicetelefon für Sie. Und Cecily Corti ist morgen zu Gast auf Radio Wien in der Sendung Menschen im Gespräch nach dem Stadtjournal kurz nach 12 Uhr.